Seid ihr herzlich willkommen. Ich möchte ein ganz tolles Angebot verkünden und ich freue mich jetzt schon, das zu tun. Das ist wirklich einzigartig. Ein persönlichen Monatshoroskop. Und das alles Blitzberatung, das geht auch schnell. Und diese Blitzberatung, dieser Monatshoroskop beträgt mein Honorar nur 10 Euro. Ich erkläre, wie das funktioniert. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Dann erkläre ich, in welchem Lebensbereich habt ihr Sonne, Mond und die Planeten in eurem Geburtshoroskop. Das sind wichtige Lebensbereiche. Und wir betrachten, wie bewegt sich das alles. Weil Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich und lösen etwas aus im Horoskop. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil diese Art von Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Und dann kann ich das ganz genau beschreiben, was passiert in den kommenden Monat und in welchem Lebensbereich. In diesem Bild seht ihr die 12 Häuser. Ich nenne das lieber als 12 Lebensbereiche. Ich erkläre die einzelnen Lebensbereiche und bei diesen Monatshoroskopen beschreibe ich für euch konkret, in welchem Lebensbereich passiert und wann, in welchem Tag, ganz genau. Die ersten Lebensbereich heißt Aszendent. Und das bedeutet euren Persönlichkeit, wie ihr wahrgenommen seid, was ändert sich an euren Aussehen, welche persönlichen Eindrücke habt ihr im Monat. Im zweiten Lebensbereich handelt sich um Besitz, um Werte. Bekommt ihr Wertschätzung oder wie ist das mit eurem Selbstwertgefühl? Was ist für euch wertvoll? Was sollt ihr im Besitz nehmen? Und die Finanzen. Die Finanzen gehört auch zu diesem Lebensbereich. Im dritten Lebensbereich erlebt ihr Kontakte, Verbindungen zum Verwandten, Bekannten. Zeigt auch die Schulungen, Informationen und Medien. Hier im vierten Lebensbereich handelt es sich um euren Wohnsituation und alle Themen, was mit Immobilien zusammenhängt. Außerdem, wenn ihr versucht, etwas gründen, dann beschreibt das auch. Hier im fünften Lebensbereich sind die Kinder oder euren Enkelkinder auch Themen wie inneren Kind oder Erinnerungen, auch euren Lebensfreude, auch die schöpferische Kraft. Was könnt ihr in dem Monat gestalten? Im sechsten Lebensbereich ist die Gesundheit und euren Arbeit, die Alltag, euren Pflichten. Im siebten Lebensbereich ist Liebe, Partnerschaft. Im achten Lebensbereich sind Themen wie Tod und Erbschaften, außerdem, was sollt ihr befestigen, wovon sollt ihr verabschieden, loslassen, diese ganzen Erneuerungsprozesse. Dann handelt sich auch Themen wie Ämten, all das, was mit Finanzen zusammenhängt, wie Investitionen oder Börsen, Spekulationen oder Versicherungen, Finanzamt, Banken, all diese Thematik gehört auch zu diesem Lebensbereich. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen, Urlaub,
Ausland, Auslandskontakte oder Besuch von Ausland, außerdem Bildung, eine höhere Bildung, Prüfungen und die inneren Reise, Spiritualität. Hier im 10. Lebensbereich zeigt sich, wie erreicht ihr eure Ziele, wie bekommt ihr Anerkennung, Respekt, Ansehen und wo liegt eure Berufung. Im 11. Lebensbereich sind eure Wünsche und Hoffnungen und Sehnsüchte, außerdem Freundschaften, und wir sollen mit unseren Wünschen eine Freundschaft schließen, weil das sind wichtig in unserem Leben. Hier in diesem Lebensbereich sind auch Gruppen mit gleichgesinnten Menschen. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, karmischen Themen, Rückzug, alles was im Geheimen ist, alles was hinter verschlossenen Türen passiert, auch die geheimen Feinde. In diesem Lebensbereich erkennen wir die Ursache nach etwas, die Ursache von Erkrankungen oder die Gründe für etwas. Warum passiert das so? Da schauen wir in die Tiefe und bekommen wir tiefe Erkenntnisse. So sind die einzelnen Lebensbereiche. Und bei diesem Monatshoroskop, was ich euch anbiete, kann ich genau sagen, wann, in welchem Lebensbereich, was passiert, konkret. Und natürlich ist das ein großer Unterschied, wer welche Aszendent hat. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand wieder Aszendent hat oder Stier-Aszendent oder Zwilling oder Krebs oder Löwe oder Jungfrau oder Waage oder Skorpion oder Schütze, Steinbock, Wassermann oder die Fischen-Aszendent. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Dazu benötige ich die Geburtsurzeit. Nicht nur die Aszendent betrachte ich, sondern dann kann ich erkennen, in welchem Lebensbereich welchen Tierkreiszeichen dominiert, im Geburtshoroskop natürlich, und auch die Planeten, Sonne und Mond im Geburtshoroskop. Weil wenn diese Bewegung, diese Monatsbewegung etwas aktiviert im Horoskop, natürlich aktiviert einzelnen Lebensbereiche, aber wenn ihr im Geburtshoroskop Sonne, Mond und die Planeten dort auch befinden, dann löst was aus in die gesamten Horoskop und da bekommt ihr eine ausführliche Darstellung, ein Monatshoroskop und das nur für 10 Euro als Blitzberatung. Ich freue mich, wenn das Interesse besteht und ihr könnt ab sofort diese Monatshoroskopen buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.